Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach westlichen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Alicia, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Jahreshoroskop und in diesem Bild erscheint dein Geburtshoroskop bildhaft. Dieser Geburtshoroskop bleibt stehen, weil das zeigt, wie die Sterne waren über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Das ist wie eine Art Momentaufnahme und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Also das heißt, das bleibt so stehen. Die Lebensbereiche, wo die Energie fließt, Sonne, Mond und die Planeten, sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Und das ist für dich der dritte Lebensbereich, die vierte, fünfte Lebensbereich, die sechste, siebte, achte Lebensbereich und hier im elften Lebensbereich. Also das sind für dich persönlich sehr wichtige Themen in dein Leben. Also das bedeutet, dieser Geburtshoroskop bleibt so, das ist wie ein Plan, was deine Seele ausgesucht hat auf diesem Schicksalsweg. Was aber ändert, das bist du, weil du machst Lebensschritte und du startest hier bei ersten Lebensbereich bei deinem Aszendent Löwe und machst die 7 Jahre Lebensschritte. Das heißt, jedes 7. Jahr erlebst du eine andere Periode und immer die Tierkreiszeichen prägt, wo deine Schritte machst. Entweder weil das für dich ein sehr wichtiges Thema ist oder du lernst, hast du Begegnungen und neue Erkenntnisse. Mit deinem Lebensalter befindest du dich im Bereich Tierkreiszeichen Fischen. Das heißt, du bist in einer Fischenperiode und all das, was die Tierkreiszeichen Fischen vermittelt, das, was dich gerade prägt. Dein Traum zu leben, kreativ zu sein, deine Intuition vertrauen, inspirieren lassen, Ängste loslassen, im Vertrauen bleiben, die Vertrauen im Fluss ans Leben und Vertrauen auf deine Träume. Nicht nur du bewegst dich im Leben, sondern Sonne, Mond und die Planeten auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Immer in dem Tierkreiszeichen oder Lebensbereich, wo ein Planet sich befindet, da löst etwas aus. Ich erkläre die einzelnen Planeten, was dieser Planet auslöst, dann brauche ich das nicht immer wiederholen und du erkennst, welchen Lebensbereich wirkt diesen Planet. Merkur. Bei Merkur-Energie handeln wir. Bei Merkur-Energie bewegt sich etwas, beeinflusst die Gespräche, die Kommunikation. Bei einer Merkur-Energie kannst du damit rechnen, dass du Gespräche hast, dass du eine Nachricht bekommst. Kann auch bedeuten, du unterschreibst einen Vertrag oder kümmerst um die schriftlichen Sachen, dass du Termine bekommst oder machst eine Prüfung oder Schulungen oder bietest Seminare an oder gründest etwas. Oder du handelst. Das ist Merkur-Energie. Bei Venus verschönerst du etwas, achtest auf dein Äußeren, kaufst ein schönes Kleid oder gehst zum Friseur, besonders wenn hier im ersten Lebensbereich wirkt.
bei Venus-Energie verläuft alles schön und harmonisch. Venus hat einen Bezug zum Liebe, Partnerschaft. Aber weil das eine weibliche Energie ist, bedeutet auch Kontakt zum weiblichen Personen. Bei Mars-Energie setzen wir unsere Kraft ein oder wir müssen uns behaupten, wir müssen uns wehren und durchsetzen, immer in den Lebensbereichen, wo Mars sich bewegt. Aber Mars bedeutet auch der Mann. Natürlich bei Mars-Energie kann auch um Bewegung handeln, wie Auto, Autokauf oder Reparatur oder Sport. Hier zum Beispiel im 11. Lebensbereich sich anmelden in einen Sportclub kann natürlich auch auslösen. Aber Mars bedeutet auch der Mann, Begegnung mit einer männlichen Person. Bei Jupiter Einfluss vergrößern wir etwas oder haben wir Themen, was die rechtliche Lage betrifft. Entweder Termin bei Gericht oder wir kämpfen um die Gerechtigkeit oder wir erleben das als Ungerechtigkeit. Aber grundsätzlich bedeutet Jupiter Glück, Chancen, Möglichkeiten. Und bei Jupiter-Energie vergrößert sich die Chancenmöglichkeiten. Bei Saturn-Energie haben wir immer Lernaufgabe, aber Saturn belehrt uns, aber sorgt auch dafür, dass etwas eine Struktur bekommt, dass wir Sicherheit, Stabilität erleben. Bei Saturn-Einfluss haben wir immer schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Entscheidungen. Bei Uranus-Einfluss haben wir immer plötzliche, unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen. Bei Neptun-Energie können wir unserem Träume leben, wir lassen uns inspirieren, wir gestalten etwas künstlerisch. Aber bei Neptun müssen wir vorsichtig sein, weil das kann auch Einflüsse sein von außen, dass jemand versucht, uns etwas vorzutäuschen, was natürlich zum Enttäuschungen führt. Das ist bei Neptun schwierig zu erkennen. Und bei Pluto handelt es sich um etwas loslassen, kündigen, trennen und im Inneren Kraft bleiben. Und wie ist die Bewegung? Januar 2019. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und bleibt auch ganzes Jahr im Steinbock und hat einen Einfluss auf den 6. Lebensbereich, auf deine Arbeit und Gesundheit. Saturn befindet sich auch in Tierkreiszeichen Steinbock. Hat auch einen Einfluss auf die Arbeit und Gesundheit. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und hier hast du die Transformation, aber auch Erkenntnisse. Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder. Die Umbrüche, Veränderungen kommen im Beruflichen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze . Hier hast du die Chancen, Möglichkeiten, deine Größe zu zeigen, auch deine Kreativität. Mars setzt sich durch. Mars befindet sich im Widder. Venus befindet sich auch im Schütze. Merkur befindet sich im Steinbock und Sonne befindet sich auch im Steinbock.
Jetzt die Mondphasen. Bei einem Neumond ist wichtig, ein gewisser Rückzug, nach innen schauen, meditieren über etwas. Über was sollen wir meditieren? Das zeigt die einzelnen Tierkreiszeichen oder die Lebensbereiche, wo sich dieser Neumond befindet. Bei einem Vollmond brauchen wir die Licht, die Klarheit und Orientierung. Ein Halbmond ist immer Spannung, Spannung, Unruhe, Zweifel, Nervosität. 27. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion. Und dann erlebst du in diesem Lebensbereich die Spannung in diesem Tag. Es dauert nicht lange, weil Mond bewegt sich relativ schnell und entfernt sich von dieser Position. Februar, schauen wir, was sich ändert. Sonne, Merkur, Venus auf jeden Fall. Und Mars ändert sich auch die Position. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Sonne ist in Tierkreiszeichen Wassermann. Hier fließt die Lebensenergie. Sonne zeigt auch Monatsthemen. Das ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und Mond hat einen Einfluss auf unserem Alltag, beeinflusst unsere Stimmungen, Gefühlen. Venus befindet sich im Steinbock. Und Merkur befindet sich im Fischen. Februar ist Neumond im Wassermann, 12. Februar ist Halbmond im Stier, 19. Februar ist Vollmond im Jungfrau, 26. Februar ist Halbmond im Schütze. März. Uranus übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Und bleibt ganzes Jahr im Stier. Also hier erlebst du die Umbrüche und Veränderungen, was deine Hoffnungen betrifft, aber auch Freundeskreis, Bekanntenkreis. Mars befindet sich auch im Stier. Venus ist in Tierkreiszeichen Wassermann. Saturn ist im Steinbock. Und Sonne, Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen. Sechste März ist Merkur rückläufig bis 29. März. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst etwas bei Merkur-Energie, handelt sich um Terminen oder Verträgen oder Gesprächen. Das kann bedeuten, du wartest auf einen Termin oder wartest auf eine Nachricht und es kommt mit Verzögerungen. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten Vergangenheit, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder alten Themen wird wieder besprochen. 6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen.
14. März ist Halbmond in Zwillingen. 21. März ist Vollmond im Waage. 28. März ist Halbmond im Steinbock. April. Mars ist in Zwillingen. Merkur, Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur war rückläufig. Und Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen wieder und da fließt die Lebensenergie. 11. April wird Jupiter rückläufig, die Chancenmöglichkeiten sind etwas begrenzt. 25. April wird Pluto rückläufig, oft ist das Gefühl, es ist schwierig, etwas loslassen. Man fühlt sich innerlich wie ausgebrannt, kraftlos oder jemand versucht das Bremsen, etwas zu verändern, in Kraft zu bleiben. 30. April ist Saturn rückläufig. Gerade hier in diesem Lebensbereich wie Arbeit, das Gefühl, das geht nichts voran, das ist alles so zäh. 5. April ist Neumond im Widder, 12. April ist Halbmond im Krebs, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Wassermann. Mai. Sonne, Merkur, Venus ist im Stier. Und Mars ist im Krebs. Vierter Mai ist Neumond im Stier. 12. Mai ist Halbmond im Löwe, 18. Mai ist Vollmond im Skorpion, 26. Mai ist Halbmond in Fischen. Juni. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Und Merkur, Mars im Krebs. Merkur und Mars befindet sich hier im 12. Lebensbereich, wo um Geheimnisse geht. Das kann bedeuten, dass du Geheimnisse erfährst über einen Mann oder von einem Mann. Diese Mars-Energie hier im 12. Lebensbereich kann auch bedeuten, dass du kraftlos fühlst und brauchst einen gewissen Rückzug und Ruhe, in Kraft zu bleiben. Kann auch bedeuten, dass jemand spricht über dir und du erfährst diese Geheimnisse und mit dieser Mars-Energie musst du dich behaupten und dich zum Wehren. Am 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond in Zwillingen. 10. Juni ist Halbmond im Jungfrau. 17. Juni ist Vollmond im Schütze.
25. Juni ist Halbmond im Widder. Juli. Sonne Venus ist im Krebs. Merkur Mars im Löwe. Wieder die 12. Lebensbereich, wo um Geheimnisse geht, kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person ihre Geheimnisse erzählt. Kann auch bedeuten, du sollst schweigen über dein Liebesleben, weil diese Sonnenenergie zeigt, es kommt ins Licht, wenn du versuchst, jemandem anvertrauen und möchtest, dass niemand das erzählt. Bei dieser Kombination besteht die Gefahr, dass das weiter erzählt wird. Also ist wichtig, lieber schweigen. Kann auch bedeuten, dass du hier geheime Feinde hast und das ist eine weibliche Person. Und mit dieser Sonnenenergie, weil das ist die Licht, die Wahrheit, dass die Wahrheit ins Licht kommt. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Krebs. 9. Juli ist Halbmond im Waage. 26. Juli ist Vollmond im Steinbock. 25. Juli ist Halbmond im Stier. August. Sonne, Merkur, Mars und Venus, alles ist im Löwe und das hat einen Einfluss auf dein persönliches Leben oder deine Persönlichkeit. Das kommt richtig im Ausdruck und bist du wahrgenommen. 2. August wird Merkur direktläufig. 12. August wird Jupiter direktläufig. Das heißt, schenkt wieder mehr Chancen, Möglichkeiten, geht alles voran, wird etwas vergrößert. 12. August wird Uranus rückläufig. Die Veränderungen bremst etwas, diese Rückläufigkeit von Uranus. 1. August ist Neumond im Löwe, 7. August ist Halbmond in Skorpion, 15. August ist Vollmond im Wassermann, 23. August ist Halbmond in Zwillingen, 30. August ist Neumond im Jungfrau. September. Sonne, Merkur, Mars und Venus, alles ist im Jungfrau und das hat einen Einfluss auf die Werte, Wertschätzung und um deine Finanzen und das wird ein sehr wichtiges Thema sein. Saturn hat einen Einfluss auf unseren Schicksal, bis 18. ist rückläufig, das bremst alles und das erlebst hier im Gesundheitszustand oder bei deiner Arbeit. Aber ab 18. September dreht sich alles. Das heißt, es geht dann alles voran. Ab 18. September wird Saturn direktläufig. Ändert sich die Richtung und kommt eine Vorwärtsbewegung. 6. September ist Halbmond im Schütze. 14. September ist Vollmond im Fischen, 22. September ist Halbmond in Zwillinge, 28. September ist Neumond im Waage. Oktober. Merkur-Venus ist in Skorpion. Mars und Sonne ist im Waage. Hier aktiviert etwas in deiner Wohnsituation.
4. Oktober wird Pluto direktläufig. Dann hast du wieder Kraft, etwas zu bewältigen, und diese Kraft kommt von deinem Inneren. 5. Oktober ist Halbmond im Steinbock. 13. Oktober ist Vollmond in Widder. 21. Oktober ist Halbmond in Krebs. 28. Oktober ist Neumond in Skorpion. November. Sonne, Merkur ist in Skorpion. Mars ist auch in Skorpion und Venus ist im Schütze. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. Bis 20. November bremst es alles, die Gespräche, die Termine, alles geht ein bisschen langsam oder gar nichts voran, und dann dreht sich ab 21. November, dann kommt ein Nachricht oder kommt etwas in Bewegung. 4. November ist Halbmond in Wassermann, 12. November ist Vollmond im Stier, 19. November ist Halbmond in Löwe und 26. November ist Neumond im Schütze. Dezember, Sonne, Merkur ist im Schütze. Venus ist im Steinbock. Und Mars ist im Skorpion. Und Jupiter übergeht ab 3. Dezember im Steinbock. Also 3. Dezember ändert sich Jupiter die Position und übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier sind dann die Möglichkeiten, Chancen, auch das Glück. 4. Dezember ist Halbmond in Fischen. 12. Dezember ist Vollmond in Zwillingen. 19. Dezember ist Halbmond im Jungfrau und 26. Dezember ist Neumond in Steinbock. Liebe Alicia, das war diese Jahreslegung, Jahr 2019. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.